Einen wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Es ist 8.30 Uhr in Wuppertal. Ich bin bei Aureo gerade. Hab mein Fahrzeug hingebracht zur Inspektion. Es ist Zeit. Die erste Inspektion nach 11.000 Kilometern und knapp 12 Monaten. Da muss man nämlich drauf achten bei MG. Ja, da steht er. Mein MG4 Luxury. Ich habe jetzt gerade mit dem Werkstattmeister hier gesprochen. Also, der bekommt jetzt ein Software-Update, denn der Spurhalteassistent, ihr kennt alle noch mein Video damit. Irgendwann vor 6 Monaten oder so hat er hier ein Update bekommen. Und nach 2 Wochen hatte sich das Update wieder verabschiedet. Ich bin jetzt gespannt, wie der sich morgen wieder fahren lässt. Ich werde euch dann morgen wieder weiter berichten. Und was hat der Tarek als Ersatzfahrzeug bekommen? Einen Opel Corsa. Allerdings, ihr seht schon, ein Verbrenner, Automatik, Benziner. Aber jetzt kommt's, Leute, passt auf, ich zeige euch was. Das Ding ist nämlich gestern gerade mal vom LKW gerollt. Schaut euch mal den Kilometerstand an hier. 3 Kilometer hat das Auto. 3 Kilometer nur. Und so sieht ein Opel Corsa Verbrenner aus. Hauptsache Automatikgetriebe. Das ist meine einzige Bedingung. Ein E-Auto hatten die momentan leider nicht zur Verfügung. Mein Gott, ich bin da nicht so, ich bestehe da nicht drauf. Ab und zu mal wieder so ein Technikschock, sage ich mal, kein Kulturschock, sondern Technikschock. Tut gut, um uns nochmal daran zu erinnern, wie gut doch das Fahren mit einem E-Auto eigentlich ist. So, ich würde sagen, oh Gott, ich habe nur mein Handy dabei, Leute, kein Mikro und keine Kamera. Und ihr seht schon, ich habe kein Gel auf den Haaren. Verzeiht mir das, weil ich um 7 Uhr aufstehen musste. Das ist überhaupt nicht meine Zeit. Und ich muss um 11 Uhr heute auf der Straßenbahn wieder sein. Muss aber jetzt erstmal nach Kölle. Und ich berichte dann morgen weiter und ihr bleibt dran. Bis dann, ciao. Bevor das Video aber gleich losgeht, noch eine wichtige Information. Hast du deine THG-Quote schon beantragt? Wenn nein, nutz gerne meinen Link in der Beschreibungsbox dazu über Geld für E-Auto. Die haben schon über 30 Millionen Euro ausbezahlt. Und es lohnt sich. Wir haben ja kein Geld zu verschenken. Link findest du in der Beschreibungsbox, wie gesagt. Und dann kannst du zumindest einen Teil deiner Ladekosten wieder gut machen oder ein Cappuccino oder ein Schokocroissant, was auch immer. So. Tadadadam, jetzt sitze ich endlich wieder in meinem eigenen MG4 drin. Also, wir gucken uns jetzt an Software. Was ist passiert? Ich sehe schon, hier ist irgendwas anders. Die Klimabedienung und die Klimamaske hat sich geändert. Und zwar war das genauso beim MG4 X-Power, wo ich den Test gemacht hatte. Er hatte nämlich die aktuelle Software drauf. Also ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, denn die Symbole von der Klimabedienung sind größer geworden und einfacher zu verstehen und so weiter. Ja, wir gehen jetzt nochmal zurück und schauen uns in den Einstellungen das System, die Systemversion mal an. Entertainment-Version R46. Könnt ihr das lesen hier? Dass die R46 dank meinen coolen Zuschauern, die sehr behilfliche Antworten in den Videos drunter schreiben, habe ich erfahren, dass einige schon das neue Update hatten und dass es R46 hieß und dass man unbedingt auf die Reihenfolge achten muss. Ich wurde gestern auch vom Werkstattmitarbeiter Herrn Vogelsang hier schon angerufen bei Aurego und das Auto war eigentlich nach 3,5 Stunden schon fertig mit der Inspektion und mit den Software-Updates. Er hat 2 Updates bekommen, laut Herr Vogelsang. Einmal für den Spurhalteassistenten, der jetzt neu verfügbar war, ein neues Update, ja, weil mein altes Update, den ich bekommen hatte, damals hatte ich auch ein Video von gemacht, die war irgendwann wieder, hat sich in Luft aufgelöst gehabt. Die erste Fahrt war angenehm und so weiter, aber dann hat er sich genauso schrecklich wie vorher wieder angefühlt, der Spurhalteassistent. Jetzt soll das behoben worden sein. Dann hat er ein Entertainment-System-Version-Update bekommen, das ist die R46. Ihr habt gesehen, die Klimamaske hat sich ein bisschen geändert und Android Auto wurde immer wieder abgestürzt. Immer wieder, trotz Kabelverbindung. Ich bin gespannt, ob das noch der Fall ist oder nicht. Thema Navigation hat sich da jetzt nicht viel geändert. Jetzt von der Optik her. Wir haben hier Live-Traffic-Daten. Hatte ich aber vorher auch, ja. Zu den Ladesäulen können wir mal ganz schnell gucken. EV-Aufladung. Wir haben nach Entfernung Ladegeschwindigkeit, kann man dann aussortieren, ab 50 kW und so weiter. Also, ja, na, da hat sich nicht so viel getan. Werde ich aber nochmal abchecken, wenn ich in Frechen bin und neben der NBW-Säule stehe
Ob er mir die jetzt anzeigt oder nicht, wenn er sie mir anzeigt, dann wurde zumindest die Datenbank von den Ladesäulen aktiviert. Ich glaube aber nicht, da muss MG noch einen aktuellen aktuelle Karten liefern. Vor allen Dingen, was die Ladesäulen angeht, entlang der Route, später sehr, sehr, sehr wichtig. Assistenzsysteme, da gucken wir mal drauf hin. MG Pilot, Spurhalteassistent an. Sonst war das immer so, dass ich ihn nach jedem Neustart immer ausgeschaltet habe, damit ich einigermaßen bequem fahren konnte. Jetzt lasse ich ihn wieder an und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Köln. Das Auto wurde auch ein bisschen geladen, der hatte nur 20%, als ich ankam. Jetzt hat er 52% und das war es erstmal dazu. Also wie gesagt, Rechnung und so weiter kommt am Ende des Videos. Bleibt dran. Ich erzähle euch von den Kosten, was das gekostet hat und so weiter und was alles während der Inspektion gemacht worden ist. So, endlich Autobahn. Spurhalteassistent ist aktiviert und ich werde mich jetzt langsam der Mittelspur nähern, ohne die Spur zu wechseln. Er piepst und korrigiert mich leicht in die Mitte. Reißt nicht mehr am Lenkrad. Das ist ja furchtbar gewesen vorher. Nochmal jetzt die rechte Seite. Ne, das ist ein ganz leichtes Eingreifen in das Lenkrad, so wie bei allen anderen Fahrzeugmodellen auch, die ich teste. So muss es sein und nicht dieses extreme Moment. Jetzt nähere ich mich nochmal der linken Spur. Ne, super. Schaut mal selber. Mega. Der Autopilot ist noch nicht an, nur der Spurhalteassistent. So, eine langgezogene Rechtskurve. Autopilot ist nicht aktiviert, nur der Spurhalteassistent ist aktiv. Ich lasse das Lenkrad mal los, es kommt niemand. Ja, er korrigiert mich wieder sanft. Und nochmal jetzt, also dieses Ping-Pong-Spiel macht er aber sanft, so wie bei den anderen Fahrzeugen auch. Nochmal, ja. Er versucht das Auto halt in der Spur zu halten, aber ohne aggressiv dabei zu sein. Und das ist mega. Ja, ich werde euch natürlich später auch berichten, ob das denn jetzt auch so bleibt, nach ein paar Wochen oder nicht. Auf jeden Fall bin ich schon mal sehr zufrieden und ich denke schon, weil der Herr Vogelsang von der Werkstatt meinte, es gibt ein neues Update für den Spurhalteassistenten und das hat er jetzt bekommen und das hat MG anscheinend wirklich gut gelöst. Nochmal ein Pluspunkt für MG, dass sie reagieren, dass sie zuhören und dass sie auch Updates liefern. Ja, over the air gibt's nicht. Ich wünschte auch, das würde der ja nachts auf dem Parkplatz einfach aufspielen und so weiter. Aber Leute, wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Ich habe das Auto jetzt dahin gebracht. Das Ganze hat eigentlich nur 3 Stunden gedauert. Aber da ich arbeiten musste, habe ich mir einen Leihwagen genommen und am nächsten Tag das Auto erst abgeholt. So machen es aber auch viele, viele andere namhafte Hersteller genauso. Ja? Du musst teilweise sogar 3 Tage dein Auto in der Werkstatt lassen für ein Software-Update oder was weiß ich. Einen Test machen wir aber noch mit dem Autopiloten. Den habe ich jetzt aktiviert. 80 darf man fahren. Mal gucken, ob er jetzt hier ein bisschen durcheinander kommt. Wir müssen eigentlich weiter geradeaus fahren. Das macht er. Das macht er. Okay, ja. Lenkrad kurz festhalten. Er hält den Abstand zum Vordermann. Auf 80 ist es eingestellt. Und jetzt beschleunigen wir wieder auf 80 und ich erhöhe auf 100 am Lenkrad. Jetzt kommt eine Linkskurve. Was macht er hier? Ja, wunderbar. Und jetzt, zack, ist der Lenkassistent draußen gewesen. Aber der Spurhalteassistent hat eingegriffen und zwar sanft und nicht anormal aggressiv. Und angekommen in Köln, hier mittlerweile mit 15,2 Kilowattstunden im Schnitt verbraucht. Das Android Auto hat sich gut gehalten. Die Verbindung wurde jetzt während der Fahrt nicht unterbrochen. Hier mit Kabel am Handy angeschlossen. Also läuft auch ganz normal, genauso wie vorher und flüssig. Deswegen hoffe ich mal, dass die ganzen Verbindungsabbrüche beim Android Auto, die so regelmäßig kamen, jetzt Geschichte sind, das Thema. Spurhalteassistent, wie gesagt, läuft so, wie es laufen sollte. Und Software-Update R46 habt ihr gesehen. Rechnung kommt jetzt in der nächsten Szene. Ihr bleibt dran, bis gleich. Ja, hallihallo. Ein paar Tage sind vergangen. Die Rechnung kam jetzt mit der Mail und ich möchte euch jetzt über die Rechnung quatschen. Wir gehen jetzt
einige Punkte in der Rechnung durch und ich werde euch ein paar Einblendungen dazu machen, was denn genau in der Inspektion gemacht wird. Also, das erste, was ich gelernt habe, der MG4 muss nach 12 Monaten oder spätestens 24.000 Kilometern zur Inspektion, aber danach nur noch alle 2 Jahre oder 48.000 Kilometer. Das ist cool. Das heißt, die nächste Inspektion für den nächsten Käufer, denn so lange werde ich ein MG4 übrigens nicht behalten. Unter uns, ich überlege, den MG4 zu verkaufen, weil ich mir doch was anderes holen möchte. Das hat aber nichts mit dem MG4 zu tun. Dazu kommen wir aber in einem anderen Video. Was wurde an dem Auto gemacht? Ab jetzt nur noch alle 2 Jahre oder alle 48.000 Kilometer muss er zur Inspektion. Das ist schon mal gut zu wissen, denn ich dachte, er muss trotzdem alle 12 Monate. Nein, muss er nicht mehr. Das Auto wurde sichtgeprüft von Herrn Vogelsang übrigens und erstmal von außen, von innen, erstmal alles abgecheckt, denn MG hat eine Liste. Die Händler und die Werkstätten müssen nach dieser Liste vorgehen, was MG da vorschreibt, was zu untersuchen ist. Die können nicht einfach selbst entscheiden, ach komm, wir checken mal nur die Reifen und das Öl und dann war es das, ne? Nee, ihr bitte nicht. Die müssen sich strikt an die Sachen, was von MG selbst vorgegeben ist, auch halten, was ich auch gut finde. Ja? Die Batterie wurde ausgelesen. Fangen wir mal damit an. Also, die Hochvolt-Batterie wurde gecheckt und geprüft und ausgelesen. State of Health 100% nach 11.000 Kilometern und 12 Monaten. Ich meine, wundert mich jetzt nicht so sehr. 100% finde ich gut. Ich denke mal, die Degradation wird sich auch in Grenzen halten. Obwohl ich, seit ich ihn habe, ich kann hier zu Hause nicht laden. Ich habe keine AC-Wallbox oder was weiß ich. Ich habe ihn zu 90% nur DC geladen, Leute. Das ist ein riesen Irrtum gewesen in der E-Mobilität. In den früheren Jahren, ja, wo es immer hieß, nein, so langsam wie möglich laden, das ist besser für den Akku. Nein, Pustekuchen. Es gibt neue Studien mittlerweile, also DC-Laden schadet dem Akku jetzt nicht mehr als wie AC-Laden, okay? So viel dazu. Ja, State of Health 100%, das finde ich gut. Dann wurde eine Sicht gemacht, das Auto wurde auf die Hebebühne gehoben und dort wurden dann einige Punkte abgecheckt, wie zum Beispiel erstmal die Reifen, dann natürlich die Fahrgelenke. Die Achsgelenke und so weiter, alles, ob alles in Ordnung ist, die Befestigungen, das etwas getrieben, das Öl im Getriebe, wo es eine Rückrufaktion dafür gab übrigens, das wurde auch gecheckt. Mein Auto hatte keinen Rückruf diesbezüglich. Er war zwar zur Kontrolle da, aber war nicht von diesem Problem betroffen. Es gab nämlich eine undichte Stelle. Und es kam so bei einigen Modellen zum Ölverlust. Hat er nicht gehabt und es ist noch alles in Ordnung. Also im Großen und Ganzen, completi, tutto, bello und was weiß ich. Also alles in Ordnung mit dem Fahrzeug. Er hat jetzt die frische Inspektion und die Software-Updates bezüglich des Spurhalteassistenten, womit ich wirklich sehr, sehr, sehr unzufrieden war bei dem Fahrzeug. Und ich bin jetzt ihn 3 Tage lang gefahren, ne? Und jetzt zum Beispiel wieder, ey, mega. Also endlich hat es MG mir geschafft, dem Auto ein Software-Update zu liefern. Übrigens ist dieses Software-Update wohl neu, ja. Ich habe einen normalen harmonischen Spurhalteassistenten, Leute. Wie geil. Ich muss nicht mehr nach jeder Fahrt da ins Menü reingehen und das dann ausmachen. Nein, super geil. Also, zum Thema Kosten. 182 Euro plus 4 Euro oder was weiß ich, wie viel Euro für Wischwasser und was weiß ich, haben die nochmal drauf berechnet. Insgesamt 187 Euro die erste Inspektion beim MG4 Luxury bei Aurego. Das war's zum Video. Falls ihr Fragen habt und ich sie beantworten kann, gerne ab in die Kommentare damit. Ansonsten bin ich mit dem Auto jetzt fast zu 100% zufrieden, denn eine Sache muss MG noch machen. Jetzt kommt eine hammer große Kritik von mir. Diese verdammte Ladesäulenverzeichnis, ja, im Navigationssystem, das muss sofort aktualisiert werden. Ihr müsst euch bitte darum kümmern, Leute, denn wenn ich im Navigationssystem nach Ladesäulen suche, muss er mir entlang der Route aktuelle Ladesäulen zeigen können, die auch am liebsten über Filtermöglichkeit ab 100 kW und mehr
laden können. Ich möchte eine Filtermöglichkeit, nicht nur ab 50 kW, sondern auch ab 100 oder ab 150 kW. Und ich möchte eine aktuelle Datenbank der Ladesäulen im Navigationssystem. Dann wäre ich wirklich vollkommen zufrieden. Also das Auto ist, was das Preis-Leistung angeht, immer noch, finde ich super. Der ist top ausgestattet, Leute. Ich habe schon etliche Videos darüber gemacht. Und ihr könnt mir vertrauen, das ist ein Allroundler, der für die ganze Familie ausreicht. Wir waren mit dem auch in Österreich. Ich habe mit dem 1000 Kilometer an einem Tag gemacht. Die Videos findet ihr alle unten in der Beschreibungsbox. Kann ich euch gerne verlinken. Ich bin im Großen und Ganzen sehr zufrieden mit dem MG4 und ich habe ihn nicht bereut, gekauft zu haben. Aber jetzt mit 11.475 Kilometern mache ich noch, bevor ich ihn verkaufe, noch ein Fazitvideo irgendwann. Ja? Und dann sage ich nochmal alles über das Auto, wie es war und so weiter. Aber jetzt, hier und jetzt erstmal so viel dazu. Ich danke fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Ja, liken und teilen. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.